Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Aszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Monatshoroskop Liebe und Leben im August 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorff. Der August kann für euch ein sehr produktiver Monat werden, besonders die zweite Monatshälfte. Die Beziehung der fest liierten Steinböcke kann sich vertiefen und wer nach einem Flirt oder einer Romanze sucht, hat prickelnde Chancen, spannende Leute kennenzulernen. Wenn ihr eine ganz persönliche Frage habt, könnt ihr euch gerne für eine Beratung an mich wenden. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder meine Homepage und beides verlinke ich unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier. In meiner Verlosung gibt es diesmal eine Lilith-Beratung zu gewinnen. Anlass ist der Eintritt von Lilith ins Zeichen Wassermann. Alles über die Bedeutung dieser Konstellation erfahrt ihr in meinem neuen Video-Special und ihr könnt diesen Monat die Beratung dazu auch gewinnen. Und dann können wir bei Lilith in eurem persönlichen Horoskop nachschauen. Wie ihr an der Verlosung teilnehmt, erfahrt ihr am Ende des Videos, also bleibt dran. Jetzt schauen wir in die Sterne für den August. Ausführliche Informationen über euren Erlebnishintergrund mit den langsam laufenden Planeten findet ihr in meinem Jahreshoroskop, einmal als Video oder auch in meinem Buch zum Nachlesen. Und weil das Jahr jetzt halb rum ist, könnt ihr mein Jahrbuch auch zum halben Preis jetzt bekommen und den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Für euch sind diese langfristigen Tendenzen sehr wichtig, denn Saturn und Pluto befinden sich ja im Steinbock und beeinflussen euch stark. Im Jahreshoroskop erfahrt ihr, welche Geburtstagskinder besonders betroffen sind und was es für euch bedeutet. Schaut euch doch bitte gegebenenfalls auch nochmal das Special über Saturn im Steinbock an. Und im August wird Saturn, der ja euer Herrscherplanet ist, zwei wichtige Aspekte bilden, die sich bis September auswirken, nämlich einen Harmonieaspekt zu Uranus und eine Spannung zu Chiron. Und das bedeutet, ihr habt einerseits sehr gute Manifestationskräfte und kommt bei euren Projekten gut voran. Dabei gelingt es euch, die Vergangenheit mit der Zukunft zu verbinden. Also, was ihr schon aufgebaut habt, hilft euch bei euren zukünftigen Erfolgen. Dieser Aspekt wirkt nicht nur beruflich, sondern auch für eure Kreativprojekte oder wenn ihr eine neue Beziehung angefangen habt. Die gleichzeitige Spannung zu Chiron bedeutet, dass ihr zwischendurch gefordert seid, euch um einen nahestehenden Menschen zu kümmern, der erkrankt ist. Auch bei euch selbst können gesundheitliche Probleme auftreten, wahrscheinlich an euren Schwachstellen, die ihr schon kennt. Diese beiden Aspekte empfangen alle, die in den ersten Tagen des Steinbocks Geburtstag haben oder auch wichtige Positionen im Horoskop auf 1 bis 5 Grad Steinbock, Widder, Krebs oder Waage. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, würde sich eine Beratung lohnen oder ihr kommt mal in meinem Webinar Antonias Sterne vorbei. Zu helfen macht euch aber auch Freude, gerade wenn es eure Freunde betrifft. Denn Glücksplanet Jupiter steht im Freundschaftshaus und verbindet sich mit Neptun zu einem Aspekt, der euch sehr empathisch und mitfühlend macht. Umgekehrt könnt ihr auch eure Freunde jederzeit um Hilfe bitten und man wird gerne für euch da sein. Jetzt schauen wir uns die aktuellen Konstellationen für euch nochmal der Reihe nach an. Die Sonne, der Mondknoten und der Merkur stehen im Löwen bei euch im Bereich der festen Beziehungen. Obwohl der rückläufige Merkur auch Missverständnisse anzeigt, glaube ich doch, dass diese Konstellation euch guttun wird und ihr durch gemeinsame Unternehmungen eure Beziehungen vertiefen und verfestigen könnt. Bestimmt bekommt ihr als Paar auch viele nette Einladungen, denn die Löwezeit ist immer auch Partyzeit. Der Mars ist weiterhin rückläufig im Wassermann bei euch im Geldhaus. Deswegen läuft es geschäftlich teilweise nicht so, wie ihr es euch wünscht. Eure Handlungsmöglichkeiten sind eingeschränkt. Haltet durch, das ändert sich bald wieder. Die Venus steht anfangs noch in der Jungfrau, in einem sehr günstigen Aspekt für euch, besonders wenn ihr auf Reisen seid. Singles können der Liebe im Urlaub begegnen. Am 6. August verlässt die Lilith euer Zeichen und wechselt in den Wassermann. Sie wandert dann durch euer kosmisches Geldhaus und das kann bedeuten, dass ihr finanziell weniger kompromissbereit seid und gleichzeitig euch mehr Freiheit wünscht. Alles über diesen wichtigen Transit und wie er sich für euer Sternzeichen auswirkt, erfahrt ihr in meinem neuen Video-Special Kreativ, wild und frei – Lilith im Wassermann. Am 7. August geht die Venus in die Waage und in euer kosmisches Karrierehaus. Grundsätzlich ist das immer ein guter Aspekt für das berufliche Vorankommen und um wichtige Business-Kontakte zu knüpfen. Aber in den Tagen bis zum 11. August geht die Venus in Konflikt zu Chiron und Saturn
Und dann könnt ihr euch vielleicht nicht wie gewünscht der Karriere widmen, weil jemand zu Hause krank wird. Das Ganze kann auch mit einer finanziellen Belastung verbunden sein. Am 11. August haben wir dann den Neumond im Zeichen Löwe. Das ist auch noch mal eine partielle Sonnenfinsternis. Und bei euch fällt er ins 8. Haus der Ehe und der vertrauten Verbindung. Für die Neumond-Meditation eignet es sich, dass ihr über eure gemeinsamen Vorhaben nachdenkt und wie ihr eure nächsten Projekte gemeinsam stemmen wollt. Vielleicht gibt es auch ein Geheimnis, was ihr dem Partner jetzt mal anvertrauen könnt. Und bitte lasst den Spaß dabei nicht zu kurz kommen. Im Zeichen Löwe ist es ideal, wenn ihr eine Party plant oder erotische Ideen austauscht. Mit dem rückläufigen Merkur dabei lässt sich das vielleicht nicht alles genauso verwirklichen, aber ihr solltet gemeinsame Ideen auf jeden Fall ernst nehmen. Am 13. August läuft der Mars zurück in den Steinbock und das betrifft bis zum Monatsende vor allem die Geborenen der dritten Dekade, die vielleicht noch mit irgendeinem Projekt feststecken, aber schon spüren, dass sich eine Wende zum Besseren abzeichnet. Um die Monatsmitte greifen nämlich mehr und mehr die produktiven Aspekte, die so günstig zur Steinbocksonne stehen, und eure Schaffenskraft steigt spürbar. Am 19. August wird der Merkur wieder direktläufig. Dann könnt ihr eure gemeinsamen Pläne nochmal überprüfen. Und am 23. August, und zwar morgens um 6.08 Uhr, geht die Sonne dieses Jahr ins Zeichen Jungfrau und aktiviert dann für 4 Wochen euer neuntes Haus der Reisen und der Weiterbildung. Zusammen mit Saturn und Uranus bildet sie für den Rest des Monats hervorragende Aspekte für euer persönliches Fortkommen. Nur die Venus macht dann nochmal Probleme. Sie bildet bis zum 28. ein unangenehmes Quadrat zu Pluto in eurem Zeichen. Und da gibt es wohl irgendeinen finanziellen Engpass oder ihr bekommt nicht, was euch eurer Meinung nach zusteht. Das kann auch beruflich ein Problem sein. Versucht auf Zeit zu spielen. In der ersten Septemberwoche lässt sich die Sache wahrscheinlich einvernehmlich lösen. Davon abgesehen läuft es nun rund. Das zeigt auch die Vollmondkonstellation am Sonntag, den 26. August, die euch beim Manifestieren und Erreichen eurer Herzensprojekte enorm inspirieren wird. Wenn ihr eine neue Romanze am Laufen habt, reserviert das Vollmondwochenende unbedingt für die Liebe. Am 27. August wird dann auch endlich der Mars wieder direktläufig und bringt dann ab dem 11. September wieder Schwung in eure finanziellen Vorhaben. Das waren eure Konstellationen im August. Falls ihr ein persönliches Anliegen habt, auf das ich hier in den allgemeinen Sternzeichen-Horoskopen nicht eingehen kann, könnt ihr euch gern für eine Beratung an mich wenden. Alle Infos findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist diesmal am Samstag, den 1. September 2018, um 17 Uhr. Da könnt ihr mir eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen, zum Beispiel zu dem Transit von Lilith durch den Wassermann. Und jetzt komme ich zur Verlosung und weil die Lilith in den Wassermann geht, gibt es eine Lilith-Beratung zu gewinnen. Da können wir uns in Ruhe anschauen, wie sich der Transit von Lilith durch den Wassermann in eurem persönlichen Horoskop zeigen wird. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Und ich freue mich auch riesig, wenn ihr meine Videos teilt, sodass sich auch eure Freunde über die Botschaft der Sterne informieren können. Zum Abonnieren einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Zum Schluss möchte ich euch noch meine Specials empfehlen. Natürlich das Neue über Lilith im Wassermann, aber auch über Uranus im Stier, Chiron im Widder und Saturn im Steinbock. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.